Los. Moin und willkommen zurück. So, weitere Fraktale. So, hier rennen wir einfach erstmal nur durch. Ach, das ist ja wieder das mit dem Auge. Jo. Na dann, weiter rennen, rennen, rennen. Und an den richtigen Stellen springen. Ach. Ja, das springt jetzt auch gut. Ja, vor allem wenn man angegriffen wird und dann verlangsamt ist. Da müssen sie schon härter zuschlagen. So, bei der Nebelsperre hier. Ja, ein Stück weiter, damit es ganz jemand. Und vergesst nicht raus zu zoomen. Könnt ihr alles gut sehen, ne? Was ihr auf dem Kopf habt, das komische Auge da. Immer ja, praktisch. Wir fahren dann noch mit dem Auge, was müssen wir dann noch machen? Ich weiß nicht. Also Kristalle draufwerfen, die dann die Elementare liegen lassen. Die Kristalle hier schön sammeln, die ja, gerade sind. Ja, genau. Die zusammen sammeln und auf den Haufen schmeißen. Ja. Gib mir ein Kristall, gib mir ein Kristall. Oh. Ich nehme also den da nach hinten immer. Oh. So, und ja, beim Werfen gucken, dass ihr auch tatsächlich den Jadeschlund als Ziel aktiv habt und ihn auch trefft. Ah. Okay. Nicht offen. Ja, oben rechts Jadeschlund anklicken, den ich weiß. Kann man nur immer auf das Ding klicken. Na, du fettes Vieh, komm, greif ihn mal an. Nahkampf wechseln, soll ich immer diesen Scheiß nicht lecken. Morty.
Zoom weg. Einfach hier bei den Dingern stehen bleiben. Ja. Fertig. Ja. Und nicht im. Achso, das macht mein scheiß Mech. So, ist Mech. Genau. Ja, der schießt uns ja nur selbst ab, weißt du? So, ich stelle mich jetzt einfach mit Schild hin. Fertig. Ach, das ist gar nicht mein Mech, das ist die blöde. Blöde Schildkröte. Au, oh, na ja. Ja, die schießt euch selbst ab. Erfrischend. Lawine! So. Zack. Sehr gut. Wir liegen ja genug, braucht ihr gar nicht mehr angreifen. Und einfach nur mit Schild da stehen und warten. Nur darauf achten, ob man auch gerade Ziel ist. Ja, vorher kann man es eh nicht anders benutzen. Und komm. Nicht vorrennen, du kannst stehen bleiben. Vielleicht denkt ihr das nächste Mal vor. Oh, hier hinten ist wieder einer. Der muss weg. Viermal. Warte. Ja, ja, jetzt. Alles. Geschafft. Bam. Oh, richtig. Sehr schön. Schon wieder. Das ist alles ganz einfach. Warum machen wir die? Weil du ja, einfach mal so. Weil dir die noch fehlen oder was? Ja, sowieso. Ja, wir eigentlich sind Sascha und Olli nebenbei am Brückenbau. Also sie brauchen so die Fraktalrelikte und den ganzen Kladderadatsch. Ja. Habt ihr denn schon 4-2 sonst durch oder noch nicht? Ich glaube schon. Operiert durch, ja. Nicht Story. T2, also alle Fraktale von 41 bis 40, das heißt. Oder von 41 bis 60. Die letzten 5 Zellen für T2. Ah ja. Mal. Müsste eigentlich der Fall sein. So. Das hat eigentlich keins ausgesprochen. Jetzt 45, also. Ja, genau. Aber 44 bei mir. So. Dann Ätherklinge. Jo. Ich könnte eigentlich auch mal vornehmen. Hallo? Hört ihr mich? Meine Messungen zeigen jenseits des Wassers einen großen Vorhang. Du tauchen und nicht von den in die Minen rein. Schwimmen. Oh, ich schwimme so schnell. Ich kann gar nicht mehr ausweichen. Nein. Wir kämpfen oder wir rennen? Kämpfen. Kämpfen.
musst eh alles platt machen, weil sonst die NPCs nicht mitkommen. Ja. Die hängen nämlich an den am letzten Gegner immer. Okay, der Sascha. Nicht ausruhen, das war nicht vorgesehen. Ja. Immer das Gleiche. So, guck mal, schön. Ach, da hätte ich meinen Mech vorher wegpacken sollen. Den hat natürlich direkt zerlegt. Oh, tschüss. Tschüss. Menno, ich war doch fast durch. Okay. Kann ich schon ausschalten? Das ja. Okay. Ja, ja, ist schon aus. Erfrischend. Ja, man kann es auch alleine, wenn man Glück hat. Ja, aber wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, warum muss man es alleine schaffen? Ne? Ja. Ansonsten bei T4 ist es natürlich alles etwas komplizierter. Und, man darf auch nicht vergessen, die ganzen Instabilitäten, die dann auch noch dazu kommen. Ich fühle mich gut. Dann schicke ich dich mal wieder weg. Ist das? Oh, ich schau mal hier. Oh. Du, ihr Mist. Wo ist er denn? Da hinten in der Ecke. Jo. Auch schon erledigt. Jo. Ups. So. Diesen Schaltern da oben, das sind je nach Stufe, bei T1 ist ein Schalter, bei T2 2, T3 3 Schalter und bei T4 sind es 4 Schalter. So, jetzt durch die Tür unter die Gegner. Und jetzt kommt der Spaß. So, hier hauen wir zuerst den Boss und dann gehen wir nach links. Okay, ich muss sie ansprechen. Das ist zwar nur, aber dann denn von hier an und der Elite links da der Golem danach. Dies ist eine keimfreie Forschungsumgebung. Verlasst sie auf der Stelle. Aber wir müssen ihn ansprechen natürlich.
Wunderschön. Also da. Ich weiß sehr wohl, wie man mit Simulanten umgeht. Da will ich schon verlieren. Tödliche Kombination. So, dann links hinten. Genau. Dann kann man jetzt sozusagen erstmal die Fertigmaßnahmen nehmen. Wirtschaften! Warum spielt er nicht lieber mit Räten unter Strom? Und jetzt einfach mit den Fingern das Kreis drauf. Ja. Zeit mal etwas aufzudrehen! Verbrutzeln! Taki, nimm das Mikro aus der Nase. Ich komme einmal ein bisschen nach oben. Und, da ist er. Und fertig. Ihr habt gewonnen? Gar nichts habt ihr. Matsch. Denn jetzt lasse ich meine größte. Matsch. Süße Beute. Ja, sehr schön. Habe ich schon gesagt, wie sehr ich diese miesen kleinen Infesturlinge hasse? Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.